Hallo Freunde und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Die Spargelsaison hat angefangen. Ich habe den ersten deutschen Spargel bekommen und den sogar recht günstig, weil er verstochen ist. Das heißt, er ist viel zu kurz und wir haben unterschiedliche Stärken. Das macht uns nichts. Am Ende wird er genauso schmecken, ob er jetzt lang oder kurz ist. Wir haben 2 Kilo und dafür habe ich noch nicht mehr ganz 10 Euro bezahlt. Also das ist wirklich günstig. Also ich sag mal, das ist nicht erste Wahl, aber dazu gibt es einen wunderbaren geräucherten Schinkenspeck. Den habe ich gestern auf dem Markt bekommen von einem Thüringer Metzger und den habe ich schon probiert. Der ist mega klasse. Und eine Salzkartoffel dazu, ein bisschen Butter, das war's. Das Besondere an unserem Spargelgericht ist, dass wir ihn im Ofen garen. Und zwar in unserem Ofenmeister. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, das wird ganz hervorragend. Wir garen den Spargel im eigenen Saft. Der wird immer perfekt. Von den Zeiten her, ich sag mal, bei 220, 230 Grad braucht man 35 bis 40 Minuten. Dann hat man einen bissfesten, knackigen Spargel. Wir lassen ihn mindestens 45 bis 50 Minuten drin, weil unser Spargel soll wirklich weich sein. Gut, das werden wir aber jetzt sehen und im Video werden wir auch nochmal drüber sprechen. Jetzt fangen wir mal an und schälen unseren Spargel. So, Freunde, ihr habt es gesehen, das Schälen ruckzuck gemacht. Ich bin noch nicht ganz fertig. Und ich musste von hinten tatsächlich auch ein bisschen mehr wegschneiden als normal. Also normal hat man da ja nur so 5 mm, vielleicht mal 1 cm. Aber nicht nur, dass er zu kurz gestochen war, er war auch nicht mehr hundertprozentig frisch. Also der war nicht von heute, das ist mal ganz gewiss. Macht uns alles nichts aus, am Ende wird er schmecken. So, Freunde, ihr habt es gesehen, der Spargel passt sogar quer in den Ofenmeister. Eine tolle Geschichte. Und ihr werdet euch sicherlich fragen, warum oder was macht der da mit den Spargelschalen? Ist das für den Geschmack oder wofür sind die Spargelschalen da? Die sind einzig und allein dafür da, dass die erste Hitze von dem Spargel genommen wird oder nicht auf den Spargel trifft. Ihr wisst, wir machen da die knusprigsten Brote drin, aber ich möchte auf keinen Fall einen knusprigen Spargel. Und der soll auch keine Brandstellen oder Röststellen kriegen. Das will ich nicht. Der soll schneeweiß sein. Und dafür sind diese Schalen da. Und wenn alles gut läuft und wir mit einer entsprechenden Hitze reinfahren, also ich werde den jetzt hier bei 240 Grad reinstellen, den heize ich schon leicht vor, dann verknuspern die und wir brauchen die auch nicht aussortieren oder rausfieseln, sondern können die hinterher richtig schön abnehmen, fast wie ein Deckel. Den Spargel gewürzt mit Salz, jede Lage für sich so ein bisschen, ein ganzer bisschen Zucker und ein paar Tropfen Zitrone habe ich noch drauf. Und das war schon, Deckel drauf und jetzt, wer einen knackigen Spargel haben will, vorgeheizt, 240 Grad, 35 Minuten. Wie gesagt, wir lassen ihn länger drin und das macht aber jeder so, wie er will. Und auch Zeiten und Temperaturen, das ist ja von jedem Backofen anders. Wir machen 240 oder machen wir 230 Grad Umluft für 40 Minuten, dann schauen wir mal rein. Zack, im Ofen und nach ca. 20 Minuten werden wir dann auch die Kartoffeln aufsetzen und wir haben unseren ersten leckeren Spargel. So Freunde, ihr habt es gesehen, die Kartoffeln schnell geschält und aufgesetzt. Ich habe die Zeit verpennt. Hier sind es jetzt nur noch 20 Minuten. Das muss jetzt ein bisschen fix gehen und die Butter muss dann auch noch geschmolzen werden, aber das geht gleich ruckzuck. Die stellen wir kurz noch mit in den Backofen rein, dann haben wir das auch. Und dann soll das Essen bald fertig sein. Ihr seid natürlich wieder live dabei, wenn ich den Spargel da raushole.
So Freunde, wir werden mal reinschauen, wie weit unser Spargel ist. Ich denke nämlich, dass der jetzt mit, also wir haben jetzt genau 40 Minuten rum, dass der jetzt schon fast fertig sein wird. So Freunde, ihr habt es gesehen, die Spargelschalen, das hat wunderbar funktioniert. Den werden wir nachher abhalten oder die werden wir nachher abnehmen, wie so ein Deckel. Und die Stichprobe hat gezeigt, es ist, der Spargel ist fertig. Also er ist weich und meine Vermutung oder was ich vorher schon gesagt hatte, 35 Minuten für einen bissfesten Spargel, die reichen vollkommen aus. Wir lassen ihn jetzt noch 5 Minuten drin, da sind auch unsere Kartoffeln fertig. Und das Rezept und die Zeiten, die schreibe ich natürlich unten in die Infobox. Aber denkt immer dran, das ist ja mein Backofen. Ich weiß nicht, wie euer funktioniert. Da müsst ihr euch so ein bisschen rantasten und mein Tipp wäre, nach 30, 35 Minuten einfach mal testen. Auch ein bisschen weiter unten testen, in der Mitte. Aber normalerweise reichen 35 Minuten locker aus. So Freunde, es ist soweit. Die Kartoffeln sind jetzt auch gleich fertig, aber ich nehme jetzt mal unseren Spargel raus. Nicht, dass er uns zu weich wird. Das wollen wir natürlich auch nicht. Schauen wir mal rein, wie er geworden ist. So, ich habe mir jetzt mal einen von der dickeren Stange da rausgesucht und abgeschnitten und den werden wir jetzt zusammen probieren. Ein ganz leichter Biss ist noch da. Hier ist es sogar so, da wir den ja in eigenen Saft gegart haben, ist diese Qualität, die ja nicht 100% war, das ist nicht mehr spürbar. Wir haben dem Spargel ja nichts genommen, also nicht ausgekocht, in viel Wasser ausgekocht oder man lässt ihn ja nicht kochen, man lässt ihn ja nur ziehen. Da geht kein Geschmack verloren. Dieser Spargel schmeckt jetzt so, wie er schmecken muss, nach perfekten Spargel. Gut, so viel dazu. Hier nochmal den Deckel drauf, bis unsere Kartoffeln fertig sind. Und dann haben wir ruckzuck einen, was heißt ruckzuck? 40, 45 Minuten ist nicht ruckzuck. Im Wasser dauert es vielleicht auch noch, wird es auch 30 Minuten dauern, schätze ich mal. Wir haben aber einen perfekten Spargel. So. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass ihr dabei gewesen seid bei dieser kurzen Geschichte Spargel aus dem Ofenmeister. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ihr könnt das nachmachen oder ihr macht das nach und sagt mir, wie euch der Spargel aus dem Ofenmeister geschmeckt hat. Uns schmeckt er ganz hervorragend. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich mache euch natürlich noch wieder ein schönes Foto hier oben und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Macht's es gut. Ciao. Abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr kein Video mehr. Macht's es gut.